Welcome back bei 8-Bit-Amis. Ich bin euer Zocker Andy und wir spielen heute die Mission Entspannung. Zerstören Sie alle 6 gegnerischen Raketensilos. Oh, das müssen wir schnell machen, weil sonst kommt man der wieder mit den scheiß Atomraketen. Das ist ziemlich ungut. Das ist wirklich ungut. Bilden Sie keine Flugeinheiten aus, das kriegen wir hin. Und das Ganze innerhalb von 10 Minuten. Das heißt, Gas, Gas, Gas ist angesagt. Dummerweise kann man sich auch nicht schützen vor den Raketen. Low power. Also das ist echt kacke. Wir brauchen sofort einmal Strom. Das ist immer das Erste. Und dann reden wir weiter. Strom ist das Wichtigste mal. Und danach schauen wir weiter. So. Das da und dann Gas geben. Keine Lufteinheiten dürfen wir ausbilden, damit kann ich leben. Power plant complete. Was nur immer zu wenig? Okay. Constructing. Wir haben hier sehr, sehr wenig Saft, merke ich gerade. Ah, da oben sieht man, wann wer was abschießt. Das ist natürlich scheiße. Ja, würde ich sagen, wir greifen sofort an, einfach. Da bleibt mir eh nichts anderes über. So, wir müssen da durch. Diesen Atomscheiß da loswerden. Das muss weg. Und das reicht dann schon. Dann habe ich schon mal einen riesen Plus. Und dann hauen wir gleich wieder ab hier. So, das haben wir. Abhauen, 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 dass wir nur ein paar Einheiten retten. So, nochmal Strom irgendwo hingeklatscht. Jetzt müssen wir langsam auch was, ich sag mal, für... Da kommt Retour da, du. Wir brauchen auch was für Geld. So, hopp, 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 hopp. Mal schnelle Einheiten kriegen. Muss aufpassen hier wegen dem scheiß ja, Atombomben. Motorpool complete. Constructing. Gib Gas mit den Tanks. Constructing. So, ich würde sagen, wir versuchen es wieder. Etwas werden. Onward. Let's go. Motor pool complete. Roll out. Crush them. Moving out. Let's go. Enemy go. Müssen die hier weg, die Kanonen, weil die machen uns mal, ja. So, jetzt nach hinten zu den scheiß Atombunkern. Das ist schon alles, was wir machen müssen, dann können wir wieder abtreten. Geschafft. So, wir können wieder abtreten. Einheitenverstärkung holen und weiter geht der Spaß. Wir brauchen noch schnelle Einheiten.
Oder? Die Tanks noch schneller ausgebildet werden. Wir sind ein bisschen im Weg hier, darum gebe ich dir auf die Seite mal. Und wir sind gleich schleicht, der feige Johannes. So, ein paar lassen wir noch ausbilden. Das geht eh zackig hier, da. Bis das Geld stockt oben, dass es gleich sein wird. Und dann greifen wir nochmal an. Wir haben nur 5 Minuten, das schaffen wir locker. Und let's go! Kann nicht lange trödeln. Zack, 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 muss das gehen. Ich könnte da oben noch was holen bei diesen Fragezeichen, aber ich lasse das jetzt. Wir gehen da direkt drauf. Wie sie laufen, wie kleine Hühnchen. So, wir müssen die Def hier platt machen. Die zwei da und dann haben wir es eigentlich, Leute. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Das noch und dann haben wir es. Super abgeschlossen auf Gold. So macht man das. So, schauen wir uns noch das Ergebnis an. Sieht doch ganz sauber aus. Hier ein bisschen was freigeschaltet. Und wir sehen uns in der nächsten Mission, die heißt Reinigendes Feuer. Cooler Name. Welcome back bei 8-Bit Armies. Wir sind in der Mission 18. Und zwar Reinigendes Feuer. Das wird eine heiße Mission. Bauen Sie 5 Raketensilos, ist unsere Aufgabe. Zerstören Sie alle 3 gegnerischen Raketensilos und das Ganze nur in 10 Minuten. Also das heißt, wir brauchen halbwegs Kohle. Und viele Einheiten, weil sonst kann ich die natürlich nicht kaputt machen. Ne? Da kommt natürlich drauf an, was ein Raketensilo kostet und so weiter. Ja, Low Power, wenn ich das schon höre, Leute. natürlich scheiße. So, wir werden einmal unsere Einheiten hier vorne sammeln. Und ihr auch, ihr geht bitte dahin. Wir sammeln die da. So, 1, 2, 3. 4, wir wollen Asche. So, das hätten wir. Powerblend complete, ja, aber wir brauchen, wie gesagt, was für Asche. Constructing. Bauen wir das hier hin, weil wir brauchen wirklich viel Geld jetzt. Es kostet nämlich 2000 und es frisst auch Energie wie Sau, muss ich sagen. Refinery complete. Constructing. Der hat in 37 Sekunden einen ready. Das ist natürlich scheiße, das heißt, wir müssen die platt machen und zwar sofort. Da haben wir gar keine Zeit, da nachzueiern. Ich muss sagen, da kriege ich anscheinend ein bisschen was. Finde ich super. Das müssen wir kaputt machen hier und zwar schnell.
So, machen wir den da noch schnell platt. Und dann Rückzug. Nur ein paar Einheiten retten sozusagen. So, dann machen wir das erste Silo. Das machen wir dahin. Es dauert nicht mal so lange im... Naja, es dauert schon im Bau, aber es geht so. Wir brauchen, wie gesagt, Panzer. Wie viel sollen wir bauen? 5 Silos! Boah! Das Problem wird sein, dass der unsere wahrscheinlich dann sprengt, der Arsch. Aber ich kann die ja auch benutzen. Also ist ja nicht so, dass ich die nicht benutzen kann, ne? Ansonsten schaut es dann nicht so schlecht aus bei uns. Die brauchen so viel Energie. Das ist der Scheiß. So, ist das jetzt ready oder wie geht das? Ja, der macht mir hier wieder meine... mein Zeug dahin. Das ist natürlich super. Das haut ja super hin hier. Also wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Müssen unseren Tower schnell helfen. Ist ein bisschen eklig hier. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Aber das in der richtigen Zeit hinzukriegen, das ist auch eine andere Sache. Wir müssen halt deffen, einfach nur. So, dann brauchen wir wieder Saft. Ich werde das ein bisschen verteilen, dass wir dann der Atombombe auf den Fleck da hauen können, der Arsch. Oh, das wird schwierig werden, Leute. Vor allem, ich weiß nicht, wie ich diese scheiß Atombombe abschießen kann. Das muss doch auch gehen. Weiß aber nicht wie. Wenn ich jetzt da drauf drücke. Achso, hier! Ja, Atomwaffe abfeuern. Okay, das dauert einfach, ne? Geht halt schneller wahrscheinlich mit mehr so Dingern, ne? Und ich werde auch gleich wieder eine auf die Nuss kriegen. Power plant complete. So, wo ist mein? Dann machen wir nur Silo. Dann machen wir hier nur eins hin. Eine lustige Mission mal. Holen wir uns einmal die Bonis hier, wenn sie schon da sind. Der Money ist gut, so wieder Retour. Wir wollen hier nur deffen und nicht in die Offensive gehen. Missile Silo, so hier kommt was hin, da müssen wir gleich deffen. Der Arsch, der macht hier Scheiße. Aber ist kein Problem, solange es nicht ganz kaputt ist, geht's ja, ne? Dann kann man steffen. Oder retzen, so. Wie viel haben wir denn überhaupt? 3, so. Ich baue gerade einen 4. glaube ich, ne? Oder? Warte mal. Wie hat denn der gebaut? Wie heißt denn das, hä? Keine Ahnung, weil ich gesagt... So, wir brauchen aber wieder Strom auf jeden Fall. Ich habe eine Atomrakete bereit, so, und die kann ich jetzt abschießen. Mhm. Die haue ich ihm jetzt in die Basis, der war Sau. Ganz cool irgendwie. Ich sehe zwar nicht, was ich getroffen habe, aber ich denke mal, es wird schon passen. So. Es passt schon.
Wir machen hier weiter mit einer weiteren Missilproduktion. Beziehungsweise. Oh, es geht gut voran. Ich denke, das kriegen wir hin. Um es rechts. Ja, eins muss ich noch machen. Ist es das eine da vielleicht hoffentlich? Und dann passt es. Wie viel habe ich denn? Eins? Ich kann ja zählen. Zwei, drei, vier. Ja, das ist Nummer fünf und dann haben wir es. Aber ich muss ja die kaputt machen auch. Oh Gott. Das ist natürlich scheiße. Ja, wenn wir die jetzt natürlich auch kaputt machen sollen, das werde ich nicht schaffen rechtzeitig. Missile Silo complete. Mission complete. Haben wir das jetzt geschafft oder nicht? Irgendwie check ich es gerade. Die Bonusaufgaben, glaube ich, haben wir nicht geschafft. Wenn du die Hauptaufgabe vor den Nebenaufgaben machst, dann hast du es, glaube ich, nicht geschafft. Nee. Aber egal, wir haben Bronze, das ist schon mal was. Und ja, man muss ja nicht immer Gold haben, sage ich mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Bock springen! Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!